Moin Moin, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Projekt. Das ist eine Stihl 036 gewesen. Teileträger hier mit Kolbenfresser, ohne Griff oder Hauben. Wie auch bei meiner 34 habe ich hier den Zylinder schon mit diesem hohen Werkzeug für die Bohrmaschine mehr oder weniger sauber gerieben. Hier sind so Schleifsteine eingesetzt. Diese reinigen quasi in die Laufbuchse von diesem Aluminium, was sich da festgefressen hat. Diese Unebenheiten werden mehr oder weniger abgerieben, sodass ich wieder gleichmäßig runde Laufbuchse habe. Und dann werde ich das Ganze, wie auch bei der 34, mit einem neuen Kolben betreiben. Bei der Kupplung ist eine Kupplungsfeder gerissen. Auch hier kommen dann noch drei neue Kupplungsfedern rein. Die Besonderheit dabei, ich habe hier schon das Tankgehäuse mit der flacheren Tanklüftung und kann aus diesem Grund auch schon den neuen größeren Luftfilter mit Kompensatoranschluss verbauen. Mein Vergaser hat, wie man sieht, keinen Kompensatoranschluss. Kann man trotzdem verwenden, diesen Luftfilter. Man muss dann halt nur hier die Öffnung, die zusätzliche, einfach verschließen mit Heißklebepistole oder ähnlichem. Es geht nur darum, ich habe ja, wie gesagt, einen Teilträger gekauft ohne Hauben, möchte jetzt die Nachbauhauben verwenden. Die Nachbauhauben, die man für etliche Sägen bekommt, sind ja eigentlich immer für die aktuellste bzw. für die letzte Version der ganzen Säge. Wenn ich jetzt also die neuere Version mit dem Klappverschluss verwenden möchte, muss ich zwangsläufig auch die neue Version vom Luftfilter verwenden. Denn auch hier schnappt mein Klappverschluss drum. Habe ich hier die ältere Version vom Luftfilter, wie zum Beispiel hier bei meiner 34. Dort ist auch die ältere Version verbaut. Die ganz lange Tanklüftung. Da könnte ich also meinen neueren Luftfilter nicht verbauen, das würde hier anstoßen. Sprich die 036 alte Säge im neuen Kleid. So, wie das Ganze jetzt zusammengebaut wird, ist ja ähnlich wie bei fast allen Sägen gleich. Einzigste Besonderheit hier bei der 36, 34 ist, dass die Einpresswerkzeuge für die Wellenlichtringe die gleichen sind, kupplungsseitig und zündungsseitig wie bei der 026 zum Beispiel. Diese Werkzeuge habe ich, die kann ich also auch nehmen, um hier dann die neuen Wellenlichtringe einzubringen. Das werde ich auch tun. Ansonsten wird es wieder genauso zusammengebaut wie zum Beispiel im letzten Video bei der 64. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt.
sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Eine alte 036 im neuen Kleid, hier mit den neuen Hauben als Nachbau. Kann man also machen, wenn man, wie gesagt, die flachere Tanklüftung hat und da halt auch den breiteren Luftfilter anbauen kann, der die Halterung hat für meinen Klappverschluss. Ansonsten muss ich auf die alten Hauben gehen, muss ich gucken, dass ich die irgendwie gebraucht bekomme. Als Nachbau bekommt man ja die älteren Hauben leider nicht, sondern nur die neueren. Von daher kann man das hier in dem Fall ruhig so umbauen. Nur nicht vergessen, hier den Kompensationsanschluss vom Luftfilter zu verschließen, weil sonst da der ganze Dreck direkt mit eingesaugt wird, ohne das Ganze zu filtern. Ansonsten geht die Luft ganz normal hier durch. Nur der Kompensationsanschluss muss zugemacht werden. So, jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze auch läuft, anspringt, Zündfunke da ist. Weiß ich ja nicht, ist immer so eine kleine Überraschung. Abgedrückt habe ich sie schon, dicht ist sie. Der Motor wurde mit Hohnstein mehr oder weniger sauber gerieben, mit einem neuen Nachbaukolben verbaut. Da bin ich gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Ich habe schon mal gemacht, bei einer 34 funktioniert einwandfrei. Bei der Maschine mag hier anders sein. Hier war der Fresser zylinderseitig nicht so schlimm. Das meiste war am Kolben einfach weggefressen. Von daher, den habe ich wieder schön aufpoliert, den Zylinder. Von daher sollte das eigentlich gut funktionieren. So, jetzt mal auf zum kleinen Testlauf.
So, das lief doch ganz anständig. Eigentlich genauso wie ich es erwartet habe. Wenn man die Maschine im Vorfeld abgedrückt hat und alles dicht ist, den Vergaser gereinigt hat, mit neuen Membran versehen, dann sollte das Ganze auch vernünftig laufen. Jetzt sollte man das Ganze nur mit einer Schneidgarnitur noch auf die Höchstdrehzahlen einstellen von ca. 13.500 Umdrehungen. Leerlaufdrehzahl ist angegeben bei dieser Maschine mit 2500 Umdrehungen. Muss man gucken, 2500, 2600, je nachdem, ob sich die Kette da mitdreht oder nicht. Wenn nicht, würde ich eher zu 2600 tendieren. Noch was Wichtiges zum Einfahren. Der Zylinder wurde ja mit den Hohlensteinen mehr oder weniger aufgerieben, sauber gerieben vielmehr. Mit neuen Kolben, neue Kolbenregeln natürlich, diese müssen sich erst einlaufen. Ich würde aber nicht dazu raten, jetzt mehr Öl ins Gemisch zu geben. Irgendwie 1 zu 40 oder 1 zu 30 zu fahren, das wäre in dem Fall eher kontraproduktiv. Man denkt ja, mehr Öl, nicht dass irgendwas noch passiert, aber der Kolben soll sich ja mehr oder minder einreiben auf den Zylinder. Habe ich zu viel Öl im Gemisch, verhindere ich ja dieses Einreiben, weil ich einfach zu viel schmiere. Ich kann mich also nicht richtig einlaufen. Ich würde einfach dazu raten, das ganz normale 1 zu 50 zu fahren oder halt auch Sonderkraftstoff, wie auch immer, nur nicht unbedingt das Gemisch fetter zu machen bzw. mit mehr Öl zu versehen. Ganz normal einstellen, alles Höchstdrehzahl im Leerlauf hier. Die Leerlaufdrehzahl, aber alles mit Schneidgarnitur und richtig gespannter Kette. Und dann würde ich es vielleicht die ersten 3, 4, 5 Tankfüllungen ein bisschen ruhiger angehen lassen und nicht so viel Höchstdrehzahl fahren, sondern mehr ganz entspannt so ein bisschen sägen. Dann sollte sich das Ganze hier vernünftig eingelaufen haben langsam. Dann kann man ganz normal mitarbeiten, wie man es gewohnt ist. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Ich wünsche euch da wie immer auch viel Spaß beim Nachmachen. Das mit dieser alten Säge im neuen Kleid funktioniert in dem Fall wunderbar. Man sollte halt nur darauf achten, dass man hier unten den Anschluss zumacht. Hier vielleicht ein Klecks Heißklebepistole ran, damit sich meine Feder hier auch vernünftig abstützen kann. Sonst würde sie sich zu weit nach oben wegdrücken und ich würde hier klemmen an meiner Scheitwelle. Hier ist jetzt ein Kunststoffgriff dran, den kann man auch tauschen gegenüber dem Alugriff. 1 zu 1. Die Aufnahmen hier sind also identisch, nur ich brauche dann hier für den Kunststoffgriff auf Griffseite hier rechts längere Schrauben, weil der doch etwas dicker ist, wie mein Aluminiumrohr. So, wenn es irgendwelche Fragen noch dazu gibt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.